Wir sind zurück in Ditchwater und wir sind immer noch dabei, den Gerichtshof abzuschließen. Das Sie sollte haben aber Ihren heute Einfluss verloren. passieren, gleich irgendwann. Das Sie haben an Stadtfest Einfluss ist gewonnen. gleich auch vorbei in 30 Sekunden. So, wie sieht's denn hier aus? 7 Minuten haben wir noch. Ist Lehm schon auf dem Weg? Da wird gerade Lehm geladen. Oh, ich sehe gerade zu viele Transporte. Das hatte ich hier unten Eine vorhin auch Produktion schon. wurde angehalten. Vielleicht sollte ich mich da auch mal drum kümmern. Die Sache ist halt, warum bringst du denn jetzt nur 4? Die Sache ist halt, ne? Lehm, wird gerade vom Gerichtshof gebraucht. Deshalb kann ich hier aktuell, Die Feierlichkeiten denke ich sind mal, beendet. nicht so super viel verbessern und ausbauen. Aber Die wenn ich mich recht Attraktivität erinnere, Ihrer Stadt hat sich verringert. wollte ich hier Baumwolle machen. Ne? Ist das richtig? Kein Lagerhaus in Reichweite. Oh. So, da haben wir schon zwei Baumwollplantagen. Ich denke mal, wir können noch eine dahin bauen. Wo haben wir denn Baumwolle im Moment? Wofür brauchte ich das denn nochmal? Das ist die Hauptinsel, ist das korrekt? Ich glaube, wir brauchen das für die Melonen. Moment, wo haben wir Vielleicht lebe denn? ich ja ewig. Hier. Melonen. Genau. Dafür brauchten wir die Baumwolle. Ich wollte mich hier auch noch ein bisschen um unsere Verteidigungsdingsbums kümmern. Wir haben ja hier drei Inseln, ne? Ja, da ich denke, dass nach dem Gerichtshof noch ein bisschen was passieren wird. Es sind aktuell 78% von der Kampagne geschafft und ein bisschen was kommt da noch. Dementsprechend wird es halt nicht nach dem Gerichtshof zu Ende sein und ich tippe sehr stark darauf, dass es irgendwie um Krieg oder sowas geht. Spielstand gespeichert. Jetzt muss ich mal schauen, kriege ich das jetzt hier beides noch irgendwie hin? So, das müsste halt nur einmal. Ach, die Bäume sind im Weg. Einmal so da rumgehen. Ja, Moment, das war falsch. Dann können wir es irgendwie. Oh, Moment. So, wie viel fehlt denn? Oh, da fehlt aber noch eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, kriege ich das jetzt hier noch hin? Krieg ich das noch hin? Das sieht gut aus. Du brauchst aber auch noch Felder. Ja, da meckert er schon rum. Dementsprechend würde ich mich gerne ein bisschen mehr auf einen Krieg, eventuellen Krieg vorbereiten. So, dann sollte da auch noch. Was ist das Gold? Das sollte da dann auch noch hinpassen. Da sind deine Felder. Okay, wie viele Kanonen-Dingsbums haben wir denn hier? Das ist nicht die Hauptinsel, Moment. Hier haben wir jetzt schon ein bisschen was errichtet. Eine Produktion wurde Wie angehalten. wäre es denn? Gibt es hier einen Reparaturkran? Vielleicht baue ich nochmal sowas irgendwo hier hin. Passt das? Dass wir hier Schiffe reparieren können. Und. Moment, ich wollte schauen, wie viel Dingsbums wir haben. 10 Stahl, 4 Kanonen. Ich erhöhe das mal etwas. Wir machen es mal auf 15. 15. Und das auch. Es dauert ja eh mal eine Zeit, bis es hier rüberkommt. Ich fürchte nur, so ganz viel Zeit haben wir auch nicht mehr dafür. Deswegen muss ich mal hier mein Game etwas upsteppen. Wie viel brauche ich denn für die Dinger? Wo ist denn das? Da. Kanonenturm. 10 Kanonen brauche ich dafür. Gibt es hier nicht den einfachen? Es gibt doch auch direkt zwei verschiedene stehen. Wo ist er denn? Ach, da. 5 Kanonen, 10 Lehm. Welche Insel ist denn wichtiger? Ich glaube, du, ne? Prosperity, da ist gerade. Ist, ja, ist viel Öl und ansonsten nicht so viel Platz. Kümmern wir uns erstmal um die hier. Oh, das ist aber ein kleiner Hafenbereich. So, das stellen wir mal nach da und das kommt nach da. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Aha. Hier haben wir eine Quest. Moment, wo ist sie denn? Was ist da los? Was ist da los? Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Okay. Ich habe doch hier gerade irgendwo eine Quest gesehen. Moment. Da.
Möge dieses Geschenk sie für immer darin. Ein Geschenk, das ist aber nett. Wo haben wir es denn? Ist es da? Geschenk? Da. Was habe ich bekommen? Das habe ich nicht aufgepasst. Aber trotzdem, Dankeschön. Sehr nett. Sehr nett. Reichweite plus 20. Was ist das für ein Item? Beeinflusst Kirche und Kapelle. Beeinflusst Wohngebäude. Zusätzliche Zufriedenheit plus 2. Das wäre doch... Das wäre eigentlich ganz praktisch für die andere Welt, ne? Die Waffenruhe wurde beendet. Lass mich, mach das weg. Danke. So, wir haben jetzt hier... Soll ich die auch noch bauen? Ich baue die auch noch mal. Baumwolle. Wie viel ist denn schon im Lager? 12 Stück. Dann würde ich einfach schon mal ein Boot rüberschicken. Ein Frachtplatz. Oh, okay, das ist doof. Ich würde nämlich gerne... Segel setzen. Oh, Moment. Stopp! Stopp, 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 stopp. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ich würde schon mal gerne ein bisschen Eisen und Dingensbummens hier rübernehmen. Wobei, ich glaube, ich brauche Lehm dafür. Ich glaube, es war Lehm. Gar nicht so viel. Allianz eingegangen. Was ist denn hier los? Wobei, für die anderen Dinger brauchen wir auch Eisen. Nehmen es einfach mal mit rüber. So. Kurs gesetzt. Do it. Was ist jetzt hier los? Wie sieht es denn aus mit Dingensbummens hier? 4 Minuten immer noch. Okay. Ich wollte, glaube ich, hier auch noch... Da, den haben wir noch nicht gebaut. 10 Lehm. Yeah. Da müssen wir noch aufs Lehm warten, beziehungsweise darauf warten, dass der Gerichtshof hier... Oh, ich habe hier eine Quest am Laufen. Moment, was muss ich denn machen? Spielstand gespeichert. Vielleicht sollten wir das mal tun. Segel setzen! Eine Produktion wurde angehalten. Das habe ich jetzt total vergessen. Das habe ich beim letzten Mal noch angenommen. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Bis jetzt habe ich es wieder verpeilt. Ach, das ist ja... Das ist ja eine super kurze Strecke hier. Was wollte ich denn jetzt machen? Irgendwas wollte ich tun. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Reparaturkran, Anlegestelle. Da haben wir einen, ne? Ja. Segelschiffswerft haben wir schon. Depot haben wir noch nicht. Ach ja, apropos Depot. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich habe gerade gesehen, wir haben super viele Fenster und sowas. Ich würde gerne ein bisschen was verkaufen davon. Weil ganz so viel brauchen wir nicht. Oh, Hopfen ist auch super viel hier. Ich könnte vielleicht noch, da könnten wir uns vielleicht nochmal drum kümmern. Das war nochmal eine Bierproduktion. Aber habe ich... Sie frohe Kunde? Das habe ich, glaube ich, gar nicht hier auf eine der Insel. Fein wie Jade. Was davon habe ich hier auf der Insel? Das da? 2 Stück. Okay, doch, das habe ich auf der Insel. Nur das Hopfendings nicht. Wir haben super viel Malz. Arbeiter. Reicht leider nicht ganz. Ich mach mal kurz Ding was hier. Sie auch tun. Ich würde nämlich gerne noch so ein Bierdings hier hinbauen. Da ist es überall im Weg. Passt es da rein? Sieht gut aus. Ach, Lehm fehlt. Natürlich. Natürlich. So, welches Schiff war jetzt hier am Hafen? Eine Produktion wurde angehalten. Kannst du bitte wieder zurück... Oh, du hast die Tiere da drauf. Die nehmen wir mal natürlich mit. Was ist das hier? Okay. Eine Produktion wurde angehalten. 17 Lehm fehlen immer noch. Und 3 Minuten. Naja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Dann switchen wir nochmal ganz kurz hier rüber. Die neue Welt. So. Auf die alte Dame ist Verlass. Zack, 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 zack. Du kannst dann hier... Wo ist es? 27 Stück. Nehmen wir alles mit. Ja, ich mache da sofort eine Handelsroute hin. Haltet sie auf Kurs. Haben wir schon neue Lieferungen an Kanonen bekommen? Nein. Stahl ist angekommen, 5 Stück. Aber anscheinend war es schon unterwegs, bevor ich die Änderung vorgenommen habe. Das sind leider keine 15 Stück.
Ja, wenn hier die Baumwolle angekommen ist. Das brauchen wir auch noch. Also kann ich denn jetzt hier schon Melonen machen? Ich habe doch noch gar keine. Okay. Wo stellen wir das denn jetzt hin? Es wird langsam etwas eng mit dem Platz hier. Was ist das denn hier alles? Ein Rindergehege. Okay. Da haben wir Lehm. Ein Lehm links habe ich da vorne. Ne? Haben wir noch irgendwo Lehm? Ein drittes gibt es noch. Da hinten. Dann würde ich das vielleicht freilassen und das Lehm einfach mal hier lassen. Gut, eine Alpaka-Farm. Die machen wir dahin. Eine Produktion wurde angehalten. Eins, zwei, drei. Alpakas haben wir. Wir brauchen noch eine Pilzfabrik. Eine Filzfabrik. Aber Pilzfabrik wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das stellen wir mal nach da. Eine Pilzfabrik. So. Dann brauchen wir das Ding noch einmal. Passt das jetzt noch alles hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir könnten es dahinter stellen. Dann stellen wir das dahin. Dann machen wir hier einen Weg rein. Moment. Moment. Pilzfabrik? Das brauche ich. So, dafür haben wir auch genug Leute. Hier haben wir auch genug Leute für. Fehlende Willst Alpaka-Weiden. du uns zuschauen? Ich habe doch. Was? Was? Da sind noch deine Alpaka-Weiden. Oh, ich habe eins vergessen. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Ah, shit. Da ist jetzt natürlich kein Platz mehr für. Verstanden, gespeichert. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das? Ach, das ist doch doof. Okay, dann müssen wir es ein bisschen nach hinten stellen. So. Sorry. Peebles, jetzt habt ihr auch hier ganz viele Alpaka-Seiten. Dann machen wir es da ein bisschen schön. Wo ist denn hier nochmal? Da. Nehmen wir das da. Haben wir da noch ein bisschen Grünzeug? Eine Produktion wurde angehalten. Eine Produktion wurde angehalten. Wer von euch hat denn jetzt. Was hast du denn da? Das lagern wir auch mal im Hafen. So, du hast nichts. Du hast die Baumwolle. Die kommt natürlich auch in den Hafen. Und haben wir jetzt ein bisschen was davon? Dann verfrachte ich das jetzt nochmal ganz kurz hier rüber und dann mache ich eine. An die Segel und fassen. Eine Handelsroute. Du hast zu viele Leichen im Keller. Was? Hat sich mit dem Lauf der Zeit verschlechtert. Naja, passiert. Oh, das ist ja super. Das ist gleich fertig. Dann kann ich schon mal eben das Ding hier bauen. Ah ne, es braucht 10 Lehm. Ich dachte, es wären noch 5 gewesen. Dann bauen wir es noch nicht. Phase 3 von 3. Mal gucken, was denn los ist hier. Wahrscheinlich wird dann der Prozess abgehalten mit unserem Onkel. Phase abschließen. Sieht echt ganz schön aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ich möchte die wundersame Verwandlung Ihrer Insel nicht unterbrechen. Aber Ihrer Majestät ist sehr daran gelegen, dass die Dinge vorangehen. Hat Archie schon mitgeteilt, dass wir euch mit unserer Anwesenheit beehren werden? Ich hoffe, es gibt einen geeigneten Liegeplatz für unser Flaggschiff. Wir mögen keine ausgedehnten Spaziergänge. Handelt uns wie jeden anderen Gast. Klicken Sie auf Flaggschiff Ihrer Majestät. Da ist es.
Und jetzt Flotte Forelle. Was muss ich jetzt Wo tun? Sind all die Zeugen? Majestät, Isabel Sarmento zu euren Diensten. Ich hoffe, ich kann belegen, dass die Pyrphoria hinter dem Komplott steckten, nicht die Bewegung. Das nenne ich eine Enthüllung. Königlicher Gerichtshof gebaut. Edwards Verhandlung steht vor dem Beginn, da die Königin im von den Good-Geschwistern neu erbauten Gerichtshof eingetroffen ist. Es gibt reichlich Zeremoniell und Sicherheit für alle Beteiligten, darunter auch Isabel Sarmento. Zeugin des unrechtmäßigen Verkaufs Prosperities und bereit auszusagen. Zeremoniell. Irgendwie ist das ein komischer Satz, aber gut. Eine moderne Königin muss auch in der Lage sein, barmherzig zu wirken. Der Verräter verdient eine faire Anhörung. Holen Sie sich die gerichtliche Vorladung vom Flaggschiff der Königin. Ja, ist das nicht das Flaggschiff? Wir verabscheuen Gewalt, doch unter unserer Regentschaft ist sie so allgegenwärtig wie das Rauschen der Wellen. Muss ich da jetzt mit einem Schiff hin, oder? Und wo ist der Angeklagte? Pack deine Sachen zusammen, Edward, für die Verhandlung. Nein, Kind. Es ist zu spät. Das Urteil wurde längst gesprochen. Oh, 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 oh. Was kommt denn da? Sind das die Pyrphoria? Sie, Teufel aus der Tiefe, spucken Feuer und Schwefel. Oh. Bin ich mal gespannt, ob sie zu uns rüberkommen. Edward, gut. Bist du bereit, deinem Bruder zu folgen? Das bin ich. Natürlich bist du das. Die Flammen werden dir die Sünden vom Fleisch reißen wie Stofffetzen. Akolyten, reinig diesen Ort. Ja, Großmeister. Okay. Das sind aber viele Schiffe. Wenn doch nur Vater noch da wäre. Er hätte gewusst, was zu tun ist. Nein, bitte. Hab keine Angst. Es ist Zeit, loszulassen. Meine Stunde hat geschlagen. Nein! Ja, ich glaube, das war's mit Onkel Edward. Keine Sorge, die gesamte Good-Familie wird von uns in der Ewigkeit wieder vereint. Wir haben das Leben aus den Lungen eures Vaters gequetscht, die Haut eures Onkels abgezogen. Seht nun, welches Ende für euch vorgesehen ist. Aber warum tun sie das denn? Wir haben keine Angst vor Feiglingen, die sich hinter Masken verstecken. Ich verstehe noch nicht so ganz die Motivation dahinter. Eine neue Weltordnung erhebt sich. Das Empire erzittert in seinen Grundfesten. Und kein Gut kann etwas dagegen unternehmen. Wir vernichten erst jeden einzelnen von euch. Und dann die Königin. Kommen Sie jetzt zu uns rüber. Sprich diese anmaßende Kreatur, Archie. Wir sind hier sicher, nicht wahr? So sicher, wie es die Situation erlaubt, Hoheit. Ihre Flotte ist beeindruckend. So viele Schiffe. Oh, da haben Sie recht, alter Freund. Ich flehe Sie an, wir müssen Ihre Majestät um jeden Preis beschützen. Die Pyrphoria haben Bright Sands eingenommen. Sie missbrauchen die Insel für ihre üblen Machenschaften. Okay. Gut, Ensanz. Die Lieblinge des königlichen Rates. Ah, wie ich es genossen habe, das langsame und schändliche Ableben eurer Familie zu beobachten. Ich weiß nicht, was sie für ein Problem mit der Familie haben. Unter keinen Umständen darf die Sicherheit der Königin gefährdet werden. Ich hätte vielleicht vorher mal anfangen sollen, ein Schiff zu bauen. Aber ich glaube, sie bleiben erstmal da hinten.
Von daher kann ich vielleicht. Unser Erzfeind nähert sich. Okay, doch nicht. Ich dachte. Okay. Ich habe zwei Schiffe. Zerstört es. Macht's kaputt. Also machen die das jetzt nur, weil die Insel bekommen wollten und dann quasi wieder verraten wurden? Oder haben die einfach irgendwie Bock darauf, die Familie zu zerstören? Das erschließt sich mir irgendwie noch nicht so ganz. Oh Gott, ich kann das gar nicht mit ansehen. Ich weiß nicht, ob unser Dings das schafft. Wie lange brauchst du noch? Wahrscheinlich zu lange. 11 Minuten. Ich denke mal, so lange wird das hier nicht gehen. Aber zum Glück haben wir hier noch die Schiffe der Königin dabei. Aber es sieht gerade gut aus. Kaputt. Kaputt. Du siehst nicht mehr ganz so heile aus. Geh nochmal zum Reparaturkram. Das Empire am Ende. Der Verräter Edward Good ist tot. Bright Sands steht in Flammen. Du kommst gerade ungelegen. Vermummte Gestalten fallen über Unschuldige her in dem Versuch, ihre Majestät zu meucheln und eine neue Weltordnung zu schaffen. Eine Ordnung, die an das furchtbarste Chaos glaubt. Okay, anscheinend. Es ist an der Zeit, dieses Feuer ein für alle Mal auszulöschen. Anscheinend, ach so, das bist du. Möchten sie eine neue Weltordnung schaffen oder sowas? Wir sammeln mal den ganzen Kram hier ein. Oh, ganz viele Kanonen. Ich sollte mehr Militär bauen. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Militär hier. So, das sammeln wir auch noch ein. Alles mitnehmen einmal bitte. Jetzt blockieren die Schiffe sich da gegenseitig. Bist du ein Schiff von mir? Haltet sie auf Kurs. Ja, dann geh doch auch mal in den Kran da bitte. Neue Ziele. Was haben wir denn da jetzt alles bekommen? Verwendbar für Schiffe. Müssen wir gleich mal eben angucken. Torpedo. Schießt einen Torpedo ab, der am Zielort explodiert. Das hört sich doch schon mal nicht schlecht. Oh, das wollte ich eigentlich da reinpacken. Oh, das funktioniert nicht. Okay. Habe ich sonst noch irgendwas für Schiffe? Mal sehen. Schiffe. Bewegungsgeschwindigkeitsschadensverlangsamer. Das rüsten wir auch mal aus. Und, ja, dann darfst du da einmal weg. So, du darfst das da noch einsammeln. Muss ich das auch aktivieren? Nee, ne? Aufladung 10 Sekunden. Feuert ein Projektil in einem Bogen ab, das beim Einschlagen explodiert. Ich weiß gar nicht, dass es solche Items gibt. Kanonen weg. So, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Was muss ich denn eigentlich machen? Vernichten Sie Kriegsschiff? Ja, ich würde gerne die Insel noch ein bisschen schützen erst einmal. Richtet auf lange Distanz verheerenden Schaden an bei einer guten Rundumverteidigung. Greift Gegner auf mittlerer Reichweite an und verlangsamt sie auf kurze Distanz präzise. Das machen wir nochmal. Manchmal muss man einfach an anderen Leuten. Und ich würde aber vorher gerne noch ein paar Schiffchen bauen. So. Wir müssen nämlich, vernichten sie. Pyrphorisches Kriegsschiff 0 von 7. Im Hafen von Bright Sands. Vernichten sie im Hafen von Bright Sands. Im Hafen von Bright Sands. Das sind insgesamt 12 Schiffe, die wir vernichten sollen. Ja. Ich glaube, dafür brauchen wir noch ein paar mehr Schiffchen. Wie viel habe ich aktuell? 1, 2, 3. Achso. Ahan schlägt einen Schlachtplan vor. Bauen Sie 4 von 16 Fregatten, bauen Sie 0 von 10 Linienschiffen. Oder. So eine Mischung aus beiden fände ich eigentlich gar nicht schlecht. Ist es jetzt eine Quest, die ich abschließen muss? Sieht nämlich so aus. Das heißt, ich muss mich für eins entscheiden.
Ein Linienschiff werde ich jetzt bauen. Und dann bauen wir halt einfach Fregatten, würde ich sagen. Ich glaube, das geht etwas schneller. Ich baue trotzdem noch ein Linienschiff. Das ist jetzt gerade hier nicht auf Zeit oder so. Und dann passt das schon. Denke ich mal. Flotte Forelle. So. Wir müssen uns aber trotzdem hier noch ein bisschen um unsere Insel kümmern. Oh. Huch. Ich glaube, ich steige empor. Mach mal kurz den hier. Wir haben nämlich gerade super viele Handwerker und ich weiß gerade auch nicht, was ich mit so vielen Handwerkern anfangen soll.